Wochenende 31.01.2014. Herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zum letzten Handelstag im Monat Januar 2014. Und wir schauen uns heute, wie versprochen, ein Pattern an vom S&P 500. Das S&P 500 Turn of the Month Pattern, wie man so schön sagt. Also heute, letzter Handelstag im Monat, gibt es oftmals an den Börsen eine positive Tendenz. Und warum das so ist, zum Beispiel wegen den Mittelzuflüssen, die Fonds typischerweise zum Monatsende bekommen. Und das ist positiv für die Märkte und man sieht das hier. Ich habe hier mal den Performance Report vom S&P 500 mitgebracht. Man sieht, wenn Sie in den letzten 31 Jahren jedes Mal zur Markteröffnung um 15.30 Uhr den S&P 500 gekauft hätten, dann hätten Sie in Summe verdient knapp 44.000 Euro. Ein Drawdown erlebt von knapp 8.000 Euro, also ein Chance-Risiko-Verhältnis von 43 zu 8, ungefähr 5, das ist sehr gut. In 87% der Fälle hättest du gewonnen und der Profitfaktor liegt bei 3,5. Das heißt, sie bekommen 3,53 Euro zurück pro Euro, den sie riskieren. Das ist ein ganz gutes Verhältnis, ganz gutes Chance-Risiko-Verhältnis. Und wenn man, wie man hier am Chart sieht, das jetzt gemacht hätte, hätte man theoretisch dieses Portfolio generieren können, also sprich ihre Depotentwicklung. Es ist nicht schlecht, wie ich finde, vor allem ist es eine extrem einfache Regelung. Es ist einfach dieser saisonale Effekt, Turn of the Month, also der Sprung in einen neuen Monat. Jetzt sind natürlich die Märkte aktuell etwas wackelig und jetzt muss man sich überlegen, was passiert eigentlich, wenn der letzte Handelstag im Monat, wenn der vielleicht nicht so gut läuft und es vielleicht sogar ein negativer Tag gibt, auch wenn das sehr unrealistisch ist, aber was ist unrealistisch? Wir haben halt eine Wahrscheinlichkeit von 87%, dass es nicht so ist. Sprich, wir haben nur eine Wahrscheinlichkeit von 13%, dass der Markt im negativen, also diesen Trade nicht positiv abschließen wird. Aber sollte es so sein, dann habe ich hier mal mitgebracht, was passiert am Montag, wenn, also sprich am nächsten Handelstag oder am ersten Handelstag des neuen Monats, wenn der Markt den letzten Handelstag des Monats im Minus schließt. Und hier sieht man, auch hier ist eine sehr bullische Tendenz zu sehen. 13.000 ist der Gewinn, 4 ist der Profitfaktor, also 4 Euro pro Euro, den man riskiert, 90% Trefferquote bei nur 10 Vorfällen. Okay, also es gab es halt einfach noch nicht oft, aber letztlich sind halt 10 Vorfälle. Und wenn man sich den Chart anschaut, dann sieht man, das war eine ganz runde Sache, einzig hier im Jahr 2007 gab es mal einen Verlusttrade. Also, was ich damit sagen will, die nächsten ein, zwei Tage so oder so sind bullish und insofern macht es wiederum Sinn, dass man sich nicht ins Boxhorn jagen lässt von der vielleicht etwas zu negativ gestimmten, nach Sensationen haschenden Presse. Das wäre möglicherweise ein Tipp dagegen und deshalb ist mir mal lieber, wenn ich diese Märkte nach objektiven Kriterien untersuche, bevor ich anfange, irgendwelche Dinge, die so in der Welt passieren, zu interpretieren und welche Auswirkungen das auf den Markt hat. Dafür sind die Märkte, davon kann man ausgehen, viel zu schlau, als dass sie sich von einem Journalisten oder von den Medien beeinflussen lassen. Das, davon kann man ausgehen. Also das ist nochmal das Wort zum Sonntag mit diesem Pattern, mit diesem interessanten Pattern, wie ich finde. Wir hören und sehen uns am Montag wieder. Bis dahin, alles Gute, schönes Wochenende und wie immer, bewegen Sie sich am Wochenende, essen Sie und lebensgesund. Und dann in alter frischer Montag. Bis dann, alles Gute, Ihr Heiko Seibel. Tschüss.